Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mainz-Ners. Alice Reise. Okay, ich verspreche mich andauernd bei den Namen. Ja, wir waren letzte Folge etwas desorientiert und sind es irgendwie noch immer. Oh, das hatten wir glaube ich noch nicht. Ist das ein Fuß? Hier liegt etwas begraben. Die Schaufel ist nutzlos, wenn der Stiel kaputt ist. Aber wir können zum Glück hier ein bisschen butteln. Ja, so hebt man Erde auf. Klappt sie so gesagt quasi um. Wir haben jetzt beide Teile gefunden. Damit können wir sie wenigstens hier gleich starten. Und in das Reich von Animus? Heißt der Animus? Den Namen schon wieder vergessen. Animus, genau. Oh, das ist der letzte Teil. Um den Absud für den Sieg über den Drachen kochen zu können, brauche ich 3 Zutaten. Honig, okay, dazu das Glas, das wussten wir natürlich. Dann etwas, das Herz von Animus genannt wird. Und so ein Kristall. Und eine besondere Blume, die auf einer Anhöhe im Königreich von Animus wächst. Gut. Wenn es nichts weiter ist, ne? Probieren wir doch mal unser Glück. Oh ja, das verdreht sie mittendrin wieder. Wattenkampf. So, nein. Moment, wo ist denn hier? So. Ich mag sowas nicht. Hab ich das schon mal erwähnt? Bestimmt. Tausendmal schon. Das stimmt hier ja eh hinten vorne gerade nicht. So, jetzt. Mal kurz gucken, wie das hier noch zusammenhauen könnte. Wahrscheinlich. Upsa. So. Völlig falsch. So, jetzt müsste es aber klappen, oder? Ja. Wir haben es. Und das ist wahrscheinlich diese Mondblume, die wir suchen müssen. Doch wir kommen erstmal an eine Lichtung. Voll schön hier irgendwie. Ein Eichhörnchen! Vielleicht hat es Hunger. Stimmt. Oh, eine Spinne. Vielleicht hat sie Hunger. Ach ja, das ist wiederum grässlich. Rassist. Ein Igel und ein Vogel. Oh, den haben wir sogar gebraucht. Und eine Eule und ein Schmetterling. Oh, den haben wir auch gebraucht. Noch ein Schmetterling. Kröte. Nö. Das. Noch ein Schmetterling. 3 Stück. Ein Pilzkorb. Hier sind Eicheln. Die könnten wir mitnehmen für das Vieh, aber das wäre zu einfach. Also sammeln wir lieber Pilze. So. Hier sind. Ein Ameisenhügel. Da hinten, ne? Versteckt. Noch ein Eichhörnchen. Ying und Yang. Das ist dort eine Heuschrecke. Heuschrecke habe ich jetzt noch nicht hier entdeckt. Doch. Kurz davor, von einem Igel gefressen zu werden, haben wir sie gerettet und uns selber in den Mund gesteckt. Erdbeeren. Ich sehe nur Kirschen. Da sind Erdbeeren. Eine Schnecke habe ich gesehen. Wo waren die? Da. Eine Schlange. Ein Kristall. Bist du ein Kristall? Nein, bist du nicht. Du bist ein Kristall. Eine Stange und eine Blume. Eine Stange. Zauberstab? Ja, eine Stange ist ein Zauberstab. Okay, wir haben ein Kristall gefunden. 1 von 5. 1, 2 sind hier noch. Da ist noch einer. Oh, doch nicht. Das sind Blumen. Was ist hier? Dieses Sinnsal ist fest verknotet und kommt mit zersägen ist. Nö, geht natürlich nicht. Seil kann man nicht zersägen. Ach, Hirsch! Und wir können zum Fluss aufbrechen. Mit etwas Schwerem könnte ich den Riss vergrößern. Alter, wie grausam. Das Gesicht zertrümmern.
diese Monster. Das ist die einmalige Blume. Ich muss sie irgendwie besorgen. Tja. Irgendwie schon. Aber wie ist noch nicht klar. Oh. Für die Reparatur der Armbrust brauche ich Fallschaft, Seil und Fallkopf. Habe ich nicht. Gibt's hier nicht. Gehen wir mal tiefer in den Wald hinein. Da ist Honig. Wie kommen wir daran, ist die Frage. Ich muss die Bienen vertreiben. Können wir aber nicht. Nicht aktuell unter den Umständen. Da ist ein Stock. Können wir sie mit dem Stab wütend machen? Gegenklopfen? Nein, können wir nicht. Das sieht aus wie so eine Passionsblume. Was ist hier noch? Ein Seil, immerhin. Und ich muss den Stock bearbeiten. Warum? Niemand weiß warum. Okay, Sägen ist kein Bearbeiten. Dummes Mädchen. Dumm, 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 dumm. Trainiere deinen Geist, Fremder. Und da kommen dann die blöden Kristalle rein. Doch wir haben erstmal einen Fels, um ein Gesicht zu zerschlagen. Das ist total toll. Plops. Und kriegen dafür eine Fackel. Und die Fackel können wir hier fernab von allem entzünden, ne? Oder auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht. Brennende Zigarre vielleicht? Wo sind die hin? Ach, die war im Wimmelbild, glaube ich. Ja, da können wir also selber nichts machen. Aber wir sollen hier wieder auf die Suche gehen. Und zwar nach einer Steinschleuder, nach einem Bilderrahmen, einer Spitzhacke, einem Hufeisen, ein Schloss. Schloss habe ich schon gesehen, Hufeisen auch. Spiegel. Weiß ich jetzt noch nicht. Müssen wir vielleicht irgendwo putzen oder so. Ein Becher, eine Waage und eine Pfeife. Becher, Waage, Pfeife. Becher, Waage, Becher. Hier ist ein Schlüssel. Brauchen wir einen Schlüssel? Nö. Waage, Pfeife. Oh, was ist das denn? Ach, den Brief. Den können wir aufmachen. Die Postgeheimnis ist hier fehl am Platz einfach. Die Zahl 10. Eine Gabel. Du bist keine Gabel. Aber wir haben hier ein Schlösschen und da drin ist bestimmt ein Handspiegel. Waage, Pfeife. Waage, Pfeife, Gabel. Waage, Pfeife, Gabel. Eine Pfeife und eine Gabel. Eine Pfeife und eine Gabel. Das ist keine Gabel. Okay. Alter, wo soll denn hier eine Pfeife und eine Gabel sein? Ist die Gabel vielleicht irgendwie aufgemalt oder so? Oder hier drin versteckt? Nö. Nur Dynamit. Die Alte will alles hochladen. Lagen. Alles hochjagen. Ich kann heute nicht richtig sprechen. Fehlt nur noch die Gabel. Wo ist die Gabel hin? Verfluchte Gabel. Vielleicht eine Heugabel? Was Größeres damit gemeint? Aber gibt's ja auch nicht. Und eine Fledermaus da oben, oh mein Gott. Aber sonst? Da. Nein, zählt nicht. Lalala, lalala. Alter, wo soll denn die Gabel sein? Ist niemand. Ah. Okay, habe ich nicht gesehen. Eine Spitzhacke. Mit der Spitzhacke können wir... Echt? Machen? Da brauchen wir noch Teile. Da das Rezept. Dort noch ein Emblem. Hier. Spitzhacke. Können wir hier vielleicht das aufbrechen oder so? Kaputt machen? Nö. Auch nicht drin rumfingern. Zersägen. Nö. Wäre alles so einfach. Okay. Lager akzeptiert. Noch ein Wimmelbild. Vielleicht finden wir da was Nützlicheres. Was haben wir denn da? Waschbrett, Handschuhe. Ein Waschbrett, Bauch und Handschuhe.
Handschuhe? Da. 3 Sterne. 1, 2, 3. Oh. Genie und Wahnsinn. Du hast 3 Objekte in einer Wimmelbildszene in weniger als 3 Sekunden gefunden. Oh mein Gott. Schädel. Rechen. Da. Ein Mörser und ein Würfel. Mörser. Du Mörser. Wo ist er? Wieso sehe ich den jetzt nicht? Ein Mörser und ein Würfel. Ein Würfel sehe ich auch nicht im Übrigen. Pfeife, Sichelrad. Sichel habe ich gesehen. Rad. Schon wieder eine Pfeife. Die Oma kifft und sie raucht Pfeife. Okay. Würfel? Schloss? Braucht man nicht? Pfeife. Ah, meine Augen tränen. Pfeife? Muss Pfeife finden. Aber irgendwie... Da. Trillerpfeife. Ein Mörser, eine Blume und Kartoffeln. Das müssen wir bestimmt aufschneiden. Da finden wir in diesem Kartoffelsack sicher Kartoffeln. Yay. Und Blumen. Wie finden wir hier am besten Blumen? Können wir irgendwas öffnen oder so? Oh. Ah, für Blume getreten. Wie schön. Mörser. Mörser? Ich finde hier keinen Mörser. Irgendwie. Bin ich so blind? Muss hier doch. Der müsste doch. Müsste doch auffallen. Das ist ein Krug, aber kein Mörser. Und wir haben ein Würfelteil gefunden, ne? Wer findet momentan Scheiße, die uns nichts hilft? Was ist hier? Wow! 1 von 3 bringt uns also auch noch gar nichts. Ja, auch nicht. Guck mal hier mit Spinnweben wickeln. Oh, mit. Was? Echt jetzt? Dann nimmt man einen Stab und rührt drin rum, dann ist das Spinnennetz weg. Wir müssen doch nicht eine Fackel reinkleben und anzünden. Was? Oh Gott. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Und das hier sieht die ganze Zeit aus wie ein... Oh, das sind Kristalle. Ja, sehr clever. Sehr, 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 sehr clever. So bin ich. Dem können wir immer noch nichts geben. Und da kommen wir nicht ran, weil wir können es nicht anzünden. Total gute Logik. Tja. Hier können wir auch noch nichts machen. Und im Wald selber... Auch nicht, oder? Ich weiß immer noch nicht, wozu wir das Öl brauchen. Den Stock bearbeiten können wir eben nicht zersägen, ne? Lehnt er ja ab. Zweiten Stock dran heften können wir auch nicht. Können wir zerhacken? Nein, auch nicht. Das schränkt unsere Möglichkeiten etwas ein. Trainiere deinen Geist, Fremder. Ja, ja. Bin schon dabei. Meine Nase krabbelt die ganze Zeit. Das macht mich gerade wahnsinnig. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Weil die Stimme langsam anstrengt. Und wir wollen ja noch ein bisschen was aufnehmen. Und schaffen. Guck mal, dass ich so 2, 3 Folgen am Stück aufnehme. Deswegen. Können wir denn noch? Karte? Aktion verfügbar. Hier. Sollen hier verfügbar sein? Das Seil. Eine Spitze haben wir noch nicht. Ein Stab. Wir können den Stab hier reinlegen, oder? Bett. Ach, das ist ein Stab.
Okay, immerhin die Streichhölzer haben wir. Wir zünden das an. Ich habe jetzt gedacht, wir brauchen die Fackel für irgendwas anderes, um die Bienen zu vertreiben zum Beispiel. Aber nein, wir möchten ein Spinnennetz damit entfernen. Zünd doch gleich das Eichhörnchen an, weil es auch störend ist. Meh. Zur Fackel. Jetzt können wir die doch aber vertreiben, oder? Wäre noch bestimmt nicht aggressiver. Warum auch? Was kriegen wir da? Ein Messer. Ich kann den Honig in ein Gefäß geben. Ja, 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 ja. Sobald wir es gefunden haben, haben wir viel mit. Und irgendwie nichts, womit ich wirklich was anzufangen weiß. So. Können wir es etwa mit einem Messer durchsiegen? Ja, klar. Wir können ihn schnitzen. So, dass auch gleich Federhärchen hinten dran sind. Das haben wir uns auch rausgeschnitzt. Hat sich ein Vogel abgesetzt, den er mal gleich mit zerhäckselt. Wie soll es denn anders sein? So. Ein Seil brauchen wir noch. Wir haben das Messer, denn mit einer Säge kann man das hier nicht zerschneiden. Man muss ein Messer dabei haben. Dann funktioniert das auch. Dann haben wir das zweite Seil und können das nämlich auch hierher bringen. Fehlt nur noch die Spitze. Wir haben immer noch Streichhölzer. Das macht mich skeptisch. Dezent skeptisch. Ich weiß nur nicht wofür. Das Vieh hat Hunger. Doch wir haben nichts. Aktuell zumindest. Kann man das hier zerhacken? Nö. Messer haben wir weggeworfen. Okay. Kann man das zersägen? Ja. Ah. Und dann kriegen wir auch unsere Spitze. Oh, 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 da war ein Wimmelbild, aber egal. Wir machen das jetzt erstmal hier zu Ende. Ja. Können wir jetzt hier hochschießen? Ins Schwarze! Glückwunsch, du hast ein tolles Auge. Diese Schnur ist nicht stark genug, um mich zu halten. Ein kleines Tier könnte über das Seil gehen und mir die Blume bringen. Denn ich nehme mir kurz die Zeit, so viel muss sein, ein kleines Tier zu trainieren. Wie wäre es mit einem Eichhörnchen? Die lassen sich ja bekanntlich total gut trainieren. Oder eine Eidechse. Oder eine Libelle. Oder ein Frosch. Oder eine Birne. Eine Biene. Ein Igel. Wie wär's? Ach, die Libellen brauchen wir sogar. Moment, wo habe ich es jetzt noch gesehen? Da hinten. Ein fröhlicher Igel. Oh. Hier, komm, wir muntern dich auf. Mit einem Apfel. Den pieksen wir dir auf den Rücken. Das findet er total lustig. Ist total bekannt, dass sie das super witzig finden, wenn man die ärgert. Kirschen, eine Gröte, ein Zapfen. Da sind noch Zapfen. Vogelhaus-Skulptur. Vogelhaus, eine Skulptur. Bist du nicht? Okay. Du bist eine... Nein, du bist auch keine Skulptur. Was ist denn hier? Eine Skulptur? Oh. Eine Kürbishälfte. Kann man das zerschlagen? Nein. Geknackte Nüsse aber. Klock. Und eine Kürbishälfte. Wir müssen dich irgendwie zerschneiden. Bienenstock. Da ist ein großes Messer. Yay. Zerschnitten. Eine Schildkröte. Ach, da hinten, ne? Und eine Skulptur noch immer. Frage ist, was ist hier die Skulptur? Der Kopf. Ah ja. Ich hätte gesagt, die Taube, aber die war es halt irgendwie nicht. Trainieren wir uns mal ganz schnell ein Eichhörnchen hier. Komm, dich nehmen wir mit. Und die Kristalle auch. Und die Kristalle fügen wir gleich mal hier ein. Und gucken, was es damit auf sich hat. Oh. Finde identische Bild... Was? Ach, das ist Memory Card. Ja. Ach Gottchen. Oh, das war Zufall. Nein. Das war hier oben. Das war da. Das hatten wir noch nicht. Da war die Sonne. Das Eichhörnchen war hier, ja.
Schnecke. Libelle war da. Und dann ist das hier oben. Okay. Yay, voll fertig. Noch eine Runde, oder? Anna, wir kriegen das Herz. Okay. Ja. Hauptsache haben. Ich stelle jetzt einfach mal keine Rückfragen. Hier lassen wir unser trainiertes Eichhörnchen hochklettern und die Blume aufessen. Unsere letzte Hoffnung ist damit zerstört und die Geliebte verreckt. Nein, wir haben es geschafft und es ist sofort wieder in die Freiheit entlassen worden. Ich hätte mir ein trainiertes Eichhörnchen zwar behalten, weil man weiß nie, wann man es braucht. So, dann haben wir alle drei Möglichkeiten, die wir benötigen. Dann machen wir doch erstmal hier Feuer an. Und dann Honig. Ach, das müssen wir hier einzeln auf die Sachen geben. Das Herz. Und die Blume. Dann geben wir mal den Honig hinzu. Dann das Herz. Die Blume zerraspeln wir mal ganz fix. Und geben die auch noch dazu. Und dann ist der Trank fertig und wir können uns mit einem Trank anlegen. Recall it now. It's the magical decoction that repels dragons. You will have to find the dragon that has made a home in the cave beneath my house. To defeat him, you must first make a likeness of a goat. Feed it to the dragon. That should save Anima. Klingt total logisch, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Von daher, Daumenliebe, denkt dran. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, bleibt dran. Macht's gut. Tschüss.